Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 19. Folge Dead Cells. Wir sind kurz vor der Schwarzen Brücke, haben eigentlich bis jetzt recht guten Lauf. Mit so ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen genervt haben in der letzten Folge, aber prinzipiell ein guter Lauf. Jetzt gegen den Portier, das sollte nicht so schwierig sein. Ich denke, ich bin ganz gut gewappnet. Ich habe eine neue Kombo-Fähigkeit, wie heißt es, Mutation. Die verlangsamt den Gegner. Das ist dieses Eissymbol offensichtlich. Ja, ist natürlich kein Problem, aber so richtig souverän jetzt besiegt habe ich den auch nicht in dem Sinne. Normalerweise brauche ich selten Heiltrank bei dem, glaube ich. Aber die Klinge ist halt auch nicht mehr ganz so state of the art zugegeben. Gut, da liegt auch eine andere Klinge. Aber jetzt mal gucken. Also das hier ist mal nix. Was ist das hier? Der Entwurf für Munition, das hört sich ja gut an. Dann können wir diese Klinge eigentlich austauschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war, aber ich habe es jetzt ausgetauscht, jetzt eh zu spät. Wir können sie jetzt aber nochmal gleich verbessern. So, und dir investieren wir jetzt mal, in dich investieren wir jetzt mal weitere. Tut mir leid, ich habe nichts mehr. Gut. Ufersiedlung. Ein Level, das ich nicht so mag. Tatsächlich. Immer noch nicht. Boah, die Klinge braucht aber ganz schön lang. Schon mal eine Truhe. Multibogen. Naja. Wer es braucht, gell? Ist hier noch irgendwas? Nö, ne?
Diese Passivwaffen, die sind eigentlich schon ziemlich geil. Aber ich glaube, das habe ich auch schon einmal gesagt. Das ist einfach, ich mag das einfach, das hinzulegen und zuzugucken, wie quasi ein anderer die Arbeit für mich erledigt. Das ist genau mein Ding sozusagen. Gott, der Arme. Der müht sich da ab. So, die Peitsche. Level 6 Peitsche. Ach komm, das machen wir mal. Weil den Multibogen benutze ich sowieso nicht. Ist da eigentlich jetzt noch was? Nee. Weißt du, dann hat man diese Peitsche da. Guck mal, diesen Bogen da, weiß nicht, was man damit soll. Aber mit der Peitsche ist es eine andere Sache. Ist eine andere Geschichte. Guck mal, da knall ich. Gibt's links und rechts auf die Backen. Ja, hab ich das bloß nicht gemacht. Das hat nämlich nur Schaden jetzt gebracht. Mein Killcount, der mich zerstört. Da ist die Peitsche nämlich zu schwach dafür, offensichtlich. Ja, ich sag euch auch, warum das hier mit der Peitsche nicht so gut funktioniert. Einfach, weil die nicht hochgelevelt ist. Und es wird auch niemals hochgelevelt sein, denn ich gehe ja hier normalerweise auf 1 und nicht auf 100 Dinger. Wobei, die Klinge ist ja auch nicht so dolle. Machen wir uns dann mal nichts vor. Als Pergament. Natürlich gehe ich auf Rot, ist ja klar. Muss ich ja auch. Alles andere wäre ja Selbstmord. Grimoire. Der neueste Wirkstoff, der den Freiwilligen verabreicht wurde, ist erfolgsversprechend. Sie husten zwar immer noch, aber sie übergeben sich deutlich seltener. Oder zumindest nicht mehr so blutig. Ob ich auf der richtigen Spur bin? Ein Bett. Und eine Flasche. Okay. Gut, das hat jetzt die Story vielleicht ein bisschen vorangetrieben, aber auch sonst nichts. War ich jetzt da schon drin? Nee. So, mit dem Schlüssel kann ich jetzt wahrscheinlich da hinten, da unten aufmachen, aber wieder mit dem Problem, dass ich wahrscheinlich dann, war das jetzt hier, dass ich wahrscheinlich einen anderen Ort nicht mehr aufmachen kann.
Genau. Sind wir in der Grabkammer und die Grabkammer, ja, das ist auch so ein Ding. Also, Ich fühle mich für die Grabkammer nicht so richtig gewappnet, weil ich eine scheiß Waffe habe. Also ich meine, ich habe ja schon jetzt 8 Punkte in Dingenskirchen, aber es ist immer noch, also das kommt nichts rum, also das ist... Aua. Der ganze Run hat erst 24 Zellen gebracht. Das ist ja auch echt ein bisschen dürftig. Primärwaffe ist halt Level 4. Naja. Genau, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Das war aber klar. Das hatte ich ja gewusst. Dann müssen wir jetzt wieder durch die Türe. Ja, Grabkammer bedeutet, wir sind wieder mit dieser Lichtgeschichte am Start. Also die Geschichte, wo man mehr Lebensenergie verliert, indem man außerhalb des Lichts ist als von den Monstern. Du hast zweimal so viel Munition für deine Waffen. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ich hatte doch schon irgendwo angefangen. Hier, genau. So. Ja, mit einer Level 4 Waffe, ich meine, Level 6 wäre jetzt eigentlich Standard. Was willst du da erwarten? Da fehlt ein bisschen der Bums. Leuchtet dein Weg. Da ist schon Lebensenergie verloren. Ciao. Puh. Oh Mann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, das betrifft wahrscheinlich auch das Licht, gell? Ich darf keinen Schaden nehmen, auch nicht durch fehlendes Licht. Ich glaube, das war sehr dumm von mir, das jetzt hier zu machen. Oh, hallo, guten Tag. Ja. Hast du nicht mal eine schöne Waffe hier parat für mich? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche Licht. Puh. Hm.
Boah. Nein, 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 ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das war eine dumme Idee. Aber immerhin gibt's jetzt mal 2000 Gold. Den kleinen Vorteil habe ich mir jetzt erspielt. Was sagst du eigentlich zu der ganzen Sache? Tode? Ich bin erst 10-mal gestorben? Echt jetzt? Guck mir viel öfter vor. 3472 Monster gekillt. Mhm. 14 Partien. Schon über 200.000 Gold gesammelt. Ja, das ist alles nicht schlecht, gell? Aber hilft mir auch alles nichts. Nein! Falsches Timing. Toll, toll, toll. Ob ich das jetzt noch schaffen kann. Tag. Doppelballiste oder das? Die nehme ich doch gerne. Ich rotze hier durch wie so ein Irrer. So, das haben wir. In 1:30, gell? Will ich mal an der Stelle gesagt haben. Jo. Ich bin natürlich trotzdem etwas traurig. Ja, genau, ausgerechnet. Wenn ich mal den Bogen benutze, ist natürlich so einer. Sechs Kills noch. Dass noch was wird. Könnte was werden. Wenn ich mich jetzt nicht so dämlich anstelle, könnte es was werden. Ja, genau. Ich hab's doch geahnt, dass das.
Ja, das war wieder mal so ein typischer Sossi. Also absolut typischer Sossi. Ja, habe ich auch nicht anders verdient. Ich habe es nicht anders verdient. Das musste so sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Noch diesen Schmarrn hier, den keiner braucht, keiner will. Der Gefangene scheint es frühzeitig aus dem Gefängnis herausgeschafft zu haben. Das haben wir doch alles schon mal gelesen hier. Das ist doch alles alter Kram. Das sieht mich nicht. Aber wenn man hier das Spiel mit den Dolchen beginnt, und das ist ja jetzt fast nahezu jedes Mal der Fall. Ist wieder am Anfang. Dann ist das natürlich hier schon eine ganz andere Geschichte. So. Ja, ich hab's versaut. Ich hätte 38 haben können. 18 habe ich erbeutet. Ich hätte geile Waffen haben können. Nix habe ich jetzt. Warum? Weil mich ein Monster getroffen hat. Weil ich mich dämlich angestellt habe. Ach so. Ja, es hätte alles schön sein können. Und war dann am Ende ein Fiasko. Egal, wir müssen damit leben und 20 Zellen hin oder her. Egal. So schlecht ist die Ausrüstung ja auch gar nicht. So, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Tschüssi.